vielen Heilungsgeschichten, die wir heute hören. Vielleicht wird sie ein wenig besonders für uns durch die erste Lesung aus dem Buch Levitikus, sodass wir diese Heilungsgeschichte nicht nur als das Wunder, das Jesus wirkt, einordnen, sondern zugleich als etwas Besonderes sehen, weil Jesus hier etwas Ungewöhnliches, ja etwas Neues tut. Jesus überschreitet eine Grenze. Das ist ein Unreiner, ein Aussätziger, der kommt zu Jesus und bittet um Hilfe. Und Jesus heilt nicht irgendwie so aus sicherer Entfernung und Distanz ein Wunder, sondern er tut eigentlich das Undenkbare, das für jeden Juden der damaligen Zeit Undenkbare. Er berührt den Aussätzigen. Von jeher hat das Menschen fasziniert und es führt dazu, dass wir uns auf diesen Aspekt der Heilungsgeschichte, der sicher nicht unwichtig ist, konzentrieren und sagen, Jesus tut wirklich das Neue. Heißt das nicht auch für uns als Kirche, dass wir nicht nur über die Not der Welt reden und vielleicht mit einem Scheck oder mit einer kleinen Spende helfen, sondern wirklich, wie es Papst Franziskus dann immer wieder sagt, an die Ränder gehen und die Armut und das Elend dieser Welt wirklich anfassen. Uns mit dieser Armut und mit dem Elend der Welt gemein machen. Das kann man sehen und darf man auch so sagen. Aber wir sollten heute, wenn wir dieses Evangelium hören, nicht vergessen, dass es lediglich ein Aspekt dieses Evangeliums ist und wir haben dann noch nicht alles. Wir haben noch nicht die ganze Tiefe des Evangeliums erreicht, wenn wir uns darauf konzentrieren und sagen, ja, Jesus tut hier etwas Neues, etwas Revolutionäres, etwas Ungewöhnliches. Denn wir hören ja zugleich auch, wenn wir in dieser Spur von dem Neuen und Jesus macht alles anders und er stellt alles auf den Kopf, wenn wir in dieser Spur sind, dann wundern wir uns im Laufe des Evangeliums, warum Jesus sich dann wiederum so merkwürdig verhält. Warum schickt er diesen Geheilten zu den Priestern? Und sagt dann noch, zeig dich ihnen, damit sie sehen, dass ich die Bestimmungen der Tora, des Gesetzes, einhalte. Oh, das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Das Evangelium ist dann in sich nicht schlüssig. Ich denke, es wird schlüssig, wenn wir den Wunsch des Aussätzigen hören. Ich will rein werden. Wenn du willst, kannst du mich rein machen. Das ist der zentrale Satz des Evangeliums, liebe Schwestern und Brüder. So kommt ein Ausgestoßener, ein Unreiner zu Jesus. Der weiß, hier ist die einzige Adresse auf der ganzen Welt, wo ich rein werden kann. Und wir merken vielleicht schon, dass hier mehr im Spiel ist als Aussatz. Ist es auch unser Satz? Herr, ich will rein werden. Werden wir vielleicht sagen, naja, also wenn ich Buch Levitikus nehme, ich habe jetzt derweil noch irgendwie keine Flecken oder keine Schwellung. Also warum soll ich das sagen? Reinheit, liebe Schwestern und Brüder, war in der Kirche einmal ein großes Thema. Heute ist es geradezu verschwunden. Und das hängt auch mit dem Verständnis unseres Evangeliums zusammen. Weil wir sagen, naja, aber wir sind doch gehalten durch Jesus, dass wir das anfassen, dass wir mit der Welt, mit dem, was auch schmutzig ist in dieser Welt, in Berührung kommen. Wir sollen uns eben nicht als Kirche einschließen in so einen quasi, wie man das dann sagt, elfenbeinernen Turm und sollen uns reinhalten, damit uns nichts tangiert. Wenn wir so denken, merken wir natürlich spätestens, wenn wir realistisch auf uns selber schauen, dass das auch nicht funktioniert. Denn niemand von uns sitzt in einem elfenbeinernen Turm und kann die böse Welt draußen halten. Das schafft niemand. Und in Zeiten, wo durch eine Leitung die ganze Welt, selbst wenn man irgendwo in der Einsamkeit sitzt, aber einen Internetanschluss hat, dann kann man auch in die Großstadt ziehen und auf der größten Geschäftsstraße wohnen oder im Bordellviertel. Das ist das Gleiche. Da
Dafür braucht man dann keine Einsamkeit. Die vielen Klöster, von denen man dann hört, dass die jungen Leute alle Internetanschluss auf der Zelle haben, die brauchen eigentlich kein Kloster. Oder wir sollten sie in die nächste freie Nische in der Kirche stellen. Es sind alles Heilige. Dazwischen gibt es nicht viel. Was Jesus hier tut, liebe Schwestern und Brüder, ist nicht die Reinheit abzuschaffen und sagen, komm, lass mal 5 Grad sein, wir machen das alle unrein. Dann fallen wir wenigstens nicht so auf. Dann haben wir nicht dieses komische Stigma, dass wir zwar selber ständig unrein werden, aber uns nach Reinheit ausrichten, rein sein und werden wollen. Das ist so anstrengend, dieses Hin und Her. Komm, alle dreckig und gut ist. Strich drunter. Sind wir alle ein bisschen Schmuddelkinder, wie das ein Lied in meiner Heimat sagt. Das hat man in der Karnevalszeit viel gesungen. Ich war in meiner Jugend ziemlich schmuddelig und hatte immer eine Trips an der Nase. So, also haben wir alle diese Trips an der Nase. Also, fallen wir nicht auf, wir sind nette Menschen, gut ist. Aber das sagt uns das Evangelium nicht, liebe Schwestern und Brüder. Dieser Ausgestoßene kommt zu Jesus und sagt, wenn du willst, kannst du kannst mich rein machen und ich will rein sein. Und Jesus sagt ihm nicht, ja, jetzt stelle ich mal nicht so an, bist ja nicht der einzige Aussätzige auf der Welt, ich packe dich mal an, vielleicht habe ich dann auch ein bisschen was davon, dann teilen wir das. Das ist nicht der Satz Jesu. Die Evangelisten zitieren in diesem Kontext, wie Jesus geradezu ärgerlich wird über diese Unreinheit, weil sie nicht dem Willen Gottes entspricht. Deshalb wirkt Jesus Heilung, weil sie nicht den ursprünglichen Absichten Gottes entsprechen, diese Krankheiten, dieser Aussatz, diese Unreinheit, dieser Schmutz und die Folgen davon. Gott will das nicht. Und deshalb bekämpft es Jesus. In einem Evangelium heißt es, dass Jesus den Kranken anfaucht. Nicht als Person, sondern weil diese Krankheit so ärgerlich ist, diese Unreinheit so empörend ist. Und Jesus setzt in der Heilung den Willen Gottes um. Wir dürfen das Handeln Jesu nicht reduzieren auf dieses Neuartige. Das ist es auch. Aber wir müssen sehen, welche ursprüngliche Absicht Gottes darin zum Ausdruck kommt. Dass Jesus die Reinheit dieser Welt will und er sie durch seine Kirche bewirken will. Das heißt aber dann auch, dass die Kirche zuerst rein sein muss. Und dass es unser Satz werden muss. Und dass wir zuerst uns einmal auf den Weg machen müssen, um zu sagen, ja, er ist der Einzige, der uns rein machen kann. Auch als Kirche rein machen kann. Damit diese Reinheit auf die Welt übergeht. Damit sie sich ausbreitet. Das ist der Unterschied, den Jesus setzt zu den Priestern und den Schriftgelehrten seiner Zeit. Diese Konzeption von Reinheit ist, wie Klaus Berger einmal sagt, defensiv. Alles Unreine wird abgewehrt. Und wir haben das in der Kirche auch, es gab Jahrhunderte, wo wir das auch gemacht haben. Nur ja nicht in Berührung kommen. Das klappt fast nie. Das kann man vielleicht für die Kranken, Aussätzigen tun, aber in anderen Bereichen funktioniert das nicht richtig. Was Jesus vertritt, ist eine andere Konzeption, nämlich offensive Reinheit. Das heißt nicht, sich mit der Unreinheit gemein zu machen, sondern die Reinheit, um an die sich selber bemühen muss. Jesus muss das nicht tun, weil er ganz rein ist, ganz von Gott ist. Er bringt diese Reinheit neu in diese Welt. Das, was er berührt, wird rein, wird eingeordnet in die ursprünglichen Absichten Gottes. Und so, nur so auf diesem Weg, kann diese Welt heil und gesund werden. Nicht durch Resolutionen, nicht durch politische Aktionen und noch so viel gut gemeintes Gutmenschentum. Alles gut und schön, aber nicht hinreichend. Es braucht die Reinheit der Schöpfung, wie sie am Anfang war. Was feiern wir am Sonntag, liebe Schwestern und Brüder?
den Tag der Reinheit, den ersten Tag der Schöpfung, an dem wir selber wieder rein werden sollen, weil wir jetzt in dieser Stunde, da wir das Sakrament der Eucharistie feiern und empfangen, mit ihm, dem Reinen, dem Licht Gottes, in Berührung kommen dürfen. Damit wir selber von dieser Reinheit durchdrungen und angesteckt werden und selber ansteckend wirken für all das, was wir berühren, anfassen in dieser oft so dunklen und wirklich verdreckten Welt. Und wir sehen in dieser Konzeption, dass das nicht mit gerümpfter Nase geschieht. Hoppla, wir sind besser. Wir wissen, welchen Kampf es bedeuten kann, sich um Reinheit zu mühen. Aber wir haben den Vorteil, liebe Schwestern und Brüder, dass wir den kennen und den anrufen und den bei uns wissen, der allein uns alle und diese ganze Welt rein, gesund und heil macht.